einer einköpfigen Familie oder so. 10 Kilo mal 12 Euro sind schon 130 Euro nur für Fleisch. Hältst du die Kamera gerade? Sieht aus, als ob du so ein bisschen schräg hältst. Egal. So, 5000 Euro jeden Monat nur für Stoff. Solche Aussagen haben unter anderem Mike Sommerfeld und auch Erdem Dül in gewissen YouTube-Videos schon mal getätigt. Das ist schon krass. Viel Geld, Digga, ja. Aber da war immer die Rede von Schwergewichtlern, Bodybuildern, die im Endeffekt vorhaben, irgendwann eventuell mal beim Mr. Olympia, bei dem großen Ja. Schwergewichts-Mr. Olympia mitzumachen. Ich glaube, so teuer ist Bodybuilding für den Amateurbereich Nee, da gar nicht. nicht wirklich. Oder Neuprofi auch nicht, auf jeden Fall. Also immer, je nachdem, welche Klasse du startest, in der Classic und der Men's Physik, safe nicht so viel, also garantiert nicht so viel wie in der offenen Klasse. Ja. Wir haben uns auf jeden Fall mal ein paar Notizen gemacht und wollen euch heute darüber aufklären, wie teuer Bodybuilding wirklich ist. Was kostet Bodybuilding wirklich jeden Monat? Wie viel gibt man aus? Auf Wettkämpfen, die Flüge, wenn man international startet, Anmeldegebühr, Farbe, Nicht mal nur das, alles, sondern ja. einfach auch Essen, Ernährung, alles drum und Bodybuilding an dran, sich, alles, ganz ja, genau. genau. Und das Erste, was muss man machen, wenn man Bodybuilding machen möchte, dann muss man trainieren. Bedeutet, vermutlich ist jeder Bodybuilder irgendwo in einem Fitnessstudio angemeldet. Wir schließen jetzt einfach mal Kooperationen etc. aus. Na, wir sind beide auch sehr aktiv auf Social Media. Wir bekommen natürlich Produkte eventuell auch teilweise gestellt, aber wir gehen jetzt einfach mal nicht davon aus. Wir wollen euch wirklich realistisch mal zeigen, was kostet Bodybuilding für jemanden, der wirklich, ja, Amateur-Bodybuilder ist und der eben nicht alles gesponsert Oder bekommt. auch mal frischere Bühne will, so kann Genau. man es halt denken, ja. Richtig. Also wir nehmen euch mit und zeigen euch realistisch auf, was kostet Bodybuilding wirklich im Monat. Im Endeffekt fängt es eben mit dem Training an. Du brauchst eine Mitgliedschaft in einem, zum Fitnessstudio, Beispiel bei da Rikers was Muscle von Gym. 20 bis 50 Euro kosten kann, Was sagen wir es kostet mal, hier? roundabout. Hier 30 Euro im Monat. 30 Euro. Na, sagen wir mal 30 Euro und eventuell, sag mal, meldest du dich sogar in zwei Fitnessstudios an, weil, also wirklich jeden Bodybuilder, den ich kenne, ne? Wegen Außer Montage auch oder so, whatever, gibt es da alles. viele Sachen, Auch ja. 24 Stunden, dann gibt es da bessere Geräte als da. Jeden Bodybuilder, den ich kenne, wirklich ist mindestens in zwei Fitnessstudios angemeldet. Ja, aber Oder schön sie sind bei krass. McFit. Ist schon krass, ja. Deswegen sage ich jetzt, vielleicht für Ja, 20 Euro genau. und dann ja. Na, aber das alleine sind schon mal, ich notiere mir das mal hier unten einmal, also für alleine fürs Fitnessstudio. Schon mal, sagen wir mal, 30 bis 50 Euro Monatlich. jeden Monat. Ja. Was kostet Ernährung pro Monat? Boah, also wenn man eine Vorbereitung macht, ist das Fleisch, also wenn man das von gutem Fleisch abhängig macht, vom Es gibt Metzger, natürlich auch ne? vegane Bodybuilder, ne, Ja muss man gut, auch ich rede sagen. jetzt aber von Veganen sind halt so 10% so und die meisten sind schon normale Esser, Das so ist wie, ein gutes das ist Argument, das einfach zwar. leider so, Ja. Gott sei Dank oder whatever, jeder wie er will auf jeden Fall. Auf jeden Fall kostet vom Metzger das Fleisch, kann man rechnen, so ein Kilogramm 12 Euro. Ja. So, dann kannst du sagen, Du isst ein Kilo am du Tag. isst, ja, das jetzt nicht, aber so 300 bis 400 Gramm am Isst du Tag schon, isst ja. man schon. Ja, Also jetzt nicht nur ich, sondern auch die meisten anderen auch. ja. Auf jeden Fall, wenn sie jetzt nicht auf diesen. Bedeutet, im Monat wären das ungefähr dann 9 Kilo Fleisch. Ja, komm, man könnte hinkommen, 10 ja. Kilo, sagen wir mal Ja. 10 Kilo mal 12 Euro sind schon 130 Euro nur für Nur Fleisch, für wenn man Fleisch, das ja. natürlich vom Metzger bezieht, Genau, ne? genau, genau. Genau, wenn man das anders macht, dann kommt man damit auch ein bisschen günstiger weg. Aber Genau. sagen wir mal, also nur die Ernährung, man muss jetzt auch überlegen, Otto Normalverbraucher muss sich natürlich auch ernähren, ne? Und die essen oftmals ja auch nicht wenig und ne, wenn man sich natürlich jetzt nur von Dosen Ravioli und Cornflakes ernährt, dann kommt man wahrscheinlich Süßigkeiten. schon günstig weg davon im Monat, aber man darf halt nicht vergessen, was eigentlich zählt, ist, wie viel zahlt ein Bodybuilder mehr an Essen. Also ich kann für mich sagen, so ich gebe wirklich im Monat, ich habe es dann halt gestern nochmal überschlagen, so ich gebe so schon zwischen 800 und 1000 Euro aus im Monat für Essen. Aber ich gehe auch oft essen, muss man halt auch wirklich mal sagen. Ja, Also klar. ich bestelle mir schon oft auch mal auch was beim Asiaten oder gehe raus, gehe lecker Sushi essen, ich gehe gerne Burger essen, ich esse gerne mal eine Pizza, ne? Dann habe ich natürlich auch einen gewissen Fleischkonsum und Fleisch ist auch nicht mal unbedingt das Teuerste, sondern was Nee, wirklich nee, teuer ist, ist Gemüse. nee. Ist teuer. Motherfuckers. Obst und Vitamine, Gemüse. Mineralstoffe, die sind richtig teuer, wenn man die eben nicht durch Supplemente beziehen möchte. Und darum, was würdest du sagen, so roundabout, was gibst du so aus für Grundnahrungsmittel im Monat? Road to Glory hat zum Beispiel mal im Monat gesagt, 800 Euro pro Monat. Ich würde auch sagen, Ist für auch mich auch gut, ne? 600 Euro würde ich sagen, Ja, für mich im ja, Monat, weil ich ja. kaufe nur Fleisch, Gemüse und Reis ein.
Ja, mit, das sind so deine Grundnahrungsmittel. Ja, ja. Ja. Ich denke von fast jedem. Und Marathon natürlich. Ne, Marathon kostet aber wirklich nichts. Ja. Haferflocken kostet ja auch nichts. Okay, also sagen wir mal, also für die Ernährung muss man schon so mit 600 bis 800 Euro kannst du mitrechnen, auf jeden Fall. Euro. Ja. Und jetzt machen wir es aber mal realistisch für die Leute da draußen, weil ich glaube, jeder, der jetzt das Video sieht, der denkt sich so vielleicht auch so, boah, was, 800 Euro muss ich nur für Lebensmittel ausgeben? Musst du nicht. Musst du nicht. Musst halt auch echt klarstellen, so, wir machen das schon sehr lange und wir geben das aus. Das heißt nicht, dass man das ausgeben muss. Ich glaube wirklich, dass man auch mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung mit 400 Euro im Monat auskommt. Stimmt, aber dann musst du halt, dann isst du fast immer das Gleiche. So, genau, aber auch genau, viele aber Kalorien so, genau. Kosten halt nichts. Aber wenn du Bock hast, morgens, mittags, abends, spätabends nochmal Haferflocken zu essen, um Kalorien zu kriegen, dann ist das halt Spaß halt, immer Magerquarkheit. Aber ne? Ich würde sagen, sparen, so, man würde schon mit 400 Euro auskommen, ne? Aber wir rechnen jetzt mal zusammen, weil wir machen jetzt eigentlich ein Video, wie teuer ist es wirklich, genau. Und das, was wir tatsächlich tun, sind so ungefähr, sagen wir mal, 800 Euro haben wir uns geeinigt. Also reden wir quasi von uns und von was ihr wohl ausgeben könntet dafür. Aber ich würde es trotzdem nur sagen, man kann bestimmt deutlich günstiger mit herkommen, weil Reis, Haferflocken, so Grundnahrungsmittel, Kartoffeln und so Nudeln, die sind jetzt nicht so teuer. Ja, das ist so. Und wenn man dann immer ein bisschen Fleisch dabei hat, ein paar Eier, ein bisschen Milchprodukte oder so. Ja. Da kann man, glaube ich, schon, weil früher, wie gesagt, früher habe viele Ausbildungen gemacht. Weil da haben wir immer gespart, Digga. Und da habe ich auch, habe ich 350, 400 Euro ausgegeben jeden Monat, höchstens für Lebensmittel eben. Ne? Ich habe mal eine Doku gesehen bei ARD oder ZDF oder so, wie teuer wirklich ein Einkauf ist von einer einköpfigen Familie oder so, und die sind im Monat oft mit 600 bis 800 Euro ausgekommen. Ja, da habe ich jetzt gesagt, einköpfige Familie, ich meine vierköpfige Familie, so. Das habe ich mal gesehen. Und darum, also die haben aber natürlich bei Lidl dann wirklich Dosen Ravioli und Cornflakes eingekauft. Jetzt, was kommt dann noch hinzu? Nahrungsergänzungsmittel im Monat. Da habe ich hier mal aufgeschrieben, oder ich schreibe es jetzt mal auf. Ich habe aufgeschrieben. 200 Euro. Wirklich, für mich wirklich sinnvoll ist, Geht bei mir aus, ist Whey, ist Kreatin, ist ein Pumpbooster für mich und Vitamine halt. Supplement-Vitamine, das ist für mich das Wichtigste an allem. So Omega-3, Vitamin D3, genau, finde ich auch. Also ich finde immer die wichtigsten Supplemente sind auf jeden Fall Whey, Kreatin, Omega-3, Vitamin D3. Genau. So, Vitamine halt, ja. Genau. Ja. Ne? Und den anderen ganzen Kram kann man noch machen. Für mich zum Beispiel ist noch wichtig Instant Oats, weil ich sonst meine Kalorien nicht reinbekomme, aber Instant Oats kosten 4 Kilo 10 Euro. Zum Beispiel, ja. Aber kann man natürlich auch teuer kaufen bei Rewe oder so, aber es nutzt natürlich mehr, wenn man es irgendwo einkaufen kann. Aber ich würde sagen, so ein Whey, 2 Kilo braucht man schon, 50 Euro im Monat bestimmt. Also so Kreatin ist ja günstig. So 120 Gramm am Tag kann man schon gut wegsnacken halt, Ja, genau. Das bedeutet so, auf 10 Tage wären das 1,2 Kilo, auf 20 Tage 2,4 Kilo, 2,5 Kilo. 2 Kilo passt, 2 Kilo passt. 2,5 Kilo, 3 Kilo, sagen wir mal. Aber es sind so ungefähr 50 bis 55 Euro, je nachdem. Je nach Angebot natürlich auch. Wenn man über sein Whey-Protein überteuert kauft, so dann natürlich kann es auch teurer werden. Kreatin kostet halt 20 kostet Euro, gar 500 Gramm, wenn du ein richtig gutes Kreatur hast. 500 Gramm. Hält auch für 2-3 Monate drauf. So, und Omega 3. Also, wie gesagt, mit 200 Euro kommt man eigentlich schon echt. 200, 250 Euro im Monat, easy weg. Je nachdem natürlich, wo du einkaufst. Vielleicht bist du einer, der auf Angebote geiert und dann gibt es zum Beispiel mal 60% Rabatt auf alles. So, dann kaufst du dir sofort für 1000 Euro was, aber hast dann was auf Lager für ein halbes Jahr die Monate. Deswegen im Schnitt so 200 Euro im Monat für Supplemente. Coach. Gebühren. Jeden Monat Coachgebühren. Oh, das ist im Amateurbereich natürlich jetzt nicht unbedingt gang und gäbe, aber ich bin ja auch aktiv als Coach tatsächlich so. Das ist eigentlich mein Hauptberuf. Ja. Und ich habe hauptsächlich natürlich Amateure, die ich betreue. Was kostet so ein Coach im Monat? Du hast auch einen Coach? Also, man kann wohl sagen, so 150 Euro pro Monat bis 250 Euro pro Monat, je nach Coach. Was auch mit dir macht, jeder Coach bietet dir auch individuelle Sachen an. Zum Beispiel, ein Coach bietet zum Beispiel nur Trainings- und Ernährungspläne an. Ja. Wenn du noch WhatsApp-Calls und alles. Aber sagen wir mal, wirklich ein intensives Wettkampf-Coaching. Boah, ich glaube schon, so dass die, also gute deutsche Coaches, so die liegen schon bei 200 bis 300 Euro. Ich glaube teilweise sogar 400 Euro. Genau, aber dann macht sich selber teilweise nehmen. Macht die aber auch Angebote für das ganze Jahr, dass du halt das ganze Jahr was zahlst, aber dann ist es billiger, als wenn du es monatlich machst. Ja. Sagen wir mal 200 Euro im Schnitt, oder? Ja, kann man also ich glaube so 200 Euro zahlt man da schon so, wenn man wirklich einen guten Coach hat, der einen wirklich gut auf einen Wettkampf vorbereitet. Dann fürs Jahr. Und dann kommt der Wettkampf halt. Ne? Dann fürs Jahr, wie viel ist das nochmal dann? Fürs Jahr? Auf ein Jahr 200 Euro mal 12 sind 2.400 Euro. Guck mal, so musst du es rechnen. Dann kommt man rechnen, dass ihr 2.000 bis 2.500 Euro rechnet, nur für einen Coach im Jahr, wenn ihr es im Jahr macht. Ja. So, da kommen aber dann auch noch mehr Gebühren dazu. Nicht nur ein Coach, sondern
Ja, du hast halt, ne, die Wettkampfgebühren. Je nachdem, wie viele Wettkämpfe du dann auch machst. Ja. Und da muss man jetzt ja gucken, so, wir wollten eigentlich sagen, was kostet Bodybuilding im Monat? Oder wie teuer ist Bodybuilding wirklich im Monat? Und man müsste eigentlich alles einmal auf ein Jahr hochrechnen und das dann durch 12 teilen, so, wenn man eine ganz genaue Summe haben möchte. Ne? Ja. Aber wir summieren das gleich hier unten mal. Wenn man natürlich einen Wettkampf macht, muss man einfach bedenken, kostet halt auch noch und das kommt halt irgendwo noch so on top. Also du brauchst auf jeden Fall vielleicht einen Coach, du brauchst auf jeden Fall Farbe, du brauchst Posingbekleidung. Farbe kostet so im Schnitt pro Wettkampf 30 bis 40 Euro. Top 10, Dream 10, sowas. Ja, wenn du selber kaufst. Genau, wenn du selber kaufst, selber machst. Aber wenn du es nicht machst, kostet es bis zu 100 bis 120 Euro. Das stimmt allerdings. Und manche Wettkämpfe, die verpflichten einen. Manche Verbände musst du es machen. Einer muss es da vor Ort machen lassen. Genau. Das ist einfach eine Bedingung, sonst darfst du am Wettkampf nicht teilnehmen, wenn du nicht deren Farbe benutzt auch. Ja. Und könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich halte davon nicht so viel, ich finde es immer echt voll unfair. Also ich lasse mich meistens auch mal zu 90% selber anmalen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel international starte und, keine Ahnung, die Farbe kommt nicht mit, wegen Flug oder so, weißt du, weißt ja, wegen, weil es ja Flüssigkeit ist, schwer, dann musst du halt anmalen lassen, So, dann kommen Wettkampfgebühren hinzu, die sind meistens auch über 100 Euro. Ne? Das heißt dann international sowieso teilweise wahrscheinlich 200, 300 Dollar dann. Oder genau, 300 so. Dollar zahle ich zum Beispiel, Nur damit du starten darfst. Plus Flug. Ja. Flug, ne. Hotel, ja. Ne, also dann was Uber, würdest du sagen, wir rechnen das mal mit drauf, was würdest du also sagen, was zahlt man für einen Wettkampf in etwa? Also das kommt natürlich, es kommt drauf an, wo fliegst du hin, halt, welches Hotel nimmst du und so. Aber sagen wir mal, sagen wir es einfach mal, GmbF in Deutschland, in Oldenburg und du wohnst in München. Genau. So, dann, das Hotel, sind halt 8 Stunden Fahrt mit Auto, das heißt, Spritkosten zahlst du, du zahlst ein Hotel, mindestens 3-4 Tage. So, dann bist du vor Ort, musst dein Essen ja vorbereiten, das heißt, du gehst nochmal vielleicht nur einkaufen. Dein Cheat, wie jeder andere, dein Cheat ist auch, kostet auch gut Geld nach dem Wettkampf, weil du freust dich ja darauf, du willst viel essen, du hast dich darauf vorbereitet. Ja. Auch mal locker mal eben 100 Euro auf den Kopf. Kann schnell passieren, wenn man bestellt, weil es Lieferando ist teuer. So, dann halt, was machst du noch? Wettkampffarbe, wie gesagt. Vielleicht noch auf, wir haben Sachen wie Terrabänder, Co. kostet auch ein bisschen Geld. Also wir können es natürlich jetzt auch übertreiben. Ja. Aber Bikini oftmals für die Damen ist sehr, sehr das teuer. Ist sehr, sehr teuer, Die kosten direkt mal, keine Ahnung, ich glaube 5, 6, 7, 800 Euro. Ne? Ja, Alter, krass, das ist echt teuer. Manche kriegen die auch schon für 300, 400 Euro. Da wie in den Glitzersteinchen so halt, die machen halt so ein Schickimicki-Ding raus, Also sagen wir mal, wenn man wirklich sagt, so selbst für einen nationalen Wettkampf, ne, also ich meine, ich kenne mich damit aus, ich habe schon viele Athleten auf Wettkämpfe vorbereitet und ich weiß, was das kostet, ne, im Endeffekt. In Deutschland für die GmbF kann ich schon sagen, selbst mit Hotel und Anreise und so ist man schnell mit Coach, mit Farbe und allem, mit Hose, ist man für einen Wettkampf locker 600, 700 Euro schnell los. National. Ja. Ne? International. Das ist mal Tausender los, mehr sogar. Bei anderen Verbänden ist das manchmal anders. Weil du zahlst ja auch noch den Flug für deinen Coach Ja, ja, wahrscheinlich, wenn der dann mitkommen soll oder eine Begleitung allgemein. So, ne? Aber es kommt auch an, wieder, was der Coach wieder für sich im was der dann dafür noch Programm drin hat oder nicht. Ja, ne, weil der kostet ja nicht nur, du musst ihn ja nicht nur vor Ort bringen, sondern der will die Zeit vor Ort ja auch noch bezahlt haben. Oftmals, ne? So, also sagen wir mal 1000 Euro für einen Wettkampf im Schnitt kann man schon rechnen. Ja, same. Pro Wettkampf, wenn ihr natürlich 3-4 macht. Ja. Sagen wir mal, wenn man das jetzt mit auf einen Monat runterrechnen würde, so 1000, 1200 Euro, wenn so 100 Euro im Monat, dann, die man dann zur Seite legen müsste, eventuell, weil man weiß, okay, ich mache ja da einen Wettkampf und der kostet mich 1200 Euro. Meistens macht man eine Saison und dann macht man 3-4 Wettkämpfe, weil wenn man einmal in Form ist, macht halt wenig Sinn. Nee, einfach einen Wettkampf vorzubereiten ist kacke. Das macht halt direkt 3-4 Stück, no joke. Macht direkt 3-4 Stück, beim ersten Wettkampf sieht man meistens nie so gut aus wie am zweiten und dritten, weil du mehr darauf zugelernt hast. Du bist trotzdem trocken, also finde ich halt. Ja. Und du bist halt noch trockener vom Wettkampf zu Wettkampf halt. Ja. Aber wenn du natürlich zu viele machst am Ende, das bist kommt du natürlich wenig am Ende. Ja, es kann natürlich auch sein, ne, dass irgendjemand dann mental nicht so stark ist und nicht schafft, weiter die Diät aufrechtzuerhalten. Ne? Die kommen dann vom Wettkampf zu Wettkampf schlechter. Also hab ich auch schon alle gesehen. Ne? Ja, weil es Stressfaktor Habe ich alles schon erlebt. Ja. Ne? Genau, so, Medikamente. Wenn man Medikamente benutzt. Also es gibt natürlich, und da muss man wirklich, da liegt ein riesen Unterscheidungsfaktor und das ist natürlich auch der Grund vielleicht, weil warum von dem einen YouTuber das Video anders ausgefallen ist als von dem anderen. Also wenn jetzt ein dopingfreier Bodybuilder sagt, was kostet eigentlich Bodybuilding? Ein großer Kostenfaktor sind im Endeffekt im Bodybuilding Medikamente, wenn man eben Medikamente benutzt. Und ich glaube, Mike Sommerfeld und Adam Dühl, die haben da echt gute Videos drüber gemacht, so, was das kosten kann, vor allem auf Profi-Niveau. Ja, die haben da ein bisschen mehr Ahnung davon, weil die ja auch Profis sind, so quasi. Natürlich. Adam jetzt noch nicht, aber der ist auf einem guten Weg zum Profi. Sieht zumindest schon mal so aus, als wenn er zumindest die Masse. Ne? Ja, und da muss man halt natürlich stark differenzieren. Ne? Also da kann man halt, wie gesagt, so in den Videos werden Aussagen getätigt von bis zu 5.000 bis 20.000 Euro sogar. Also wenn man da sich irgendwie Wachstumshormone, das sind alles so Sachen, die halt wirklich arschteuer sind, wo einige
keine Ahnung, wirklich so ihre 15, 20 Einheiten am Tag nehmen, das heißt, Erwachsenensumme hat 100 Einheiten, ja. Keine Ahnung, wenn man was kauft, die Preise sind überall unterschiedlich, aber ich denke mal, du kannst wohl, was im Internet so steht, 200 bis 250 Euro rechnen pro 100 Einheit, Erwachsenensumme zum Beispiel, dann rechne mal aus, 20 Einheiten am Tag, nehmen die vielleicht sogar die Profis oben rum sind, also ganz oben Profis. So, das sind mal 2, 4, 6, sind, glaub, Digga, das sind 5 Tagen, hast du einfach mal 200 Euro weggeballert. Also der Mike hat in dem Video, glaube ich, gesagt, dass man für eine Einheit mit 3 bis 6 Euro rechnet. Ja, krass, und dass es halt wirklich welche gibt, die 20 Einheiten knallen. Und das sind einfach mal dann, also keine Ahnung, das sind 40 Euro am Tag, mehr sogar teilweise. Ja, und ne, also das kann man ja auch mal hochrechnen. Ja. Genau, ne, also das ist schon, Bodybuilding kann also richtig teuer werden. Darum, Leute, falls ihr dopingfrei seid, bleibt besser dopingfrei. Es ist nicht nur gesünder, es ist auch günstiger. Ja, also das hat ja quasi nur das, was ihr gerade alles erzählt aus den Stoffen. So. Was ich noch sagen wollte, ist auch auf jeden Fall, also kann man sich auch gut vorstellen, dass natürlich ein Athlet, der nicht ganz dopingfrei ist, auch wieder mehr Geld für Essen ausgeben muss, als jemand, der dopingfrei ist. Weil man auch, ne, der mehr verbrennt, viel mehr Fleisch, auch viel mehr Masse. Essen, genau. Die können viel mehr Protein verwerten. Genau. Protein ist natürlich dann wieder doch teurer. Also da muss man schon klar differenzieren. Darum ist es sehr schwer zu sagen, so teuer ist Bodybuilding im Monat. Aber wir haben es jetzt mal hier so runtergerechnet. Welche Klasse ihr auch geht. Natürlich, wenn ihr oberste Klasse spielt, mit Medikament ist es natürlich alles teurer, als wenn ihr zum Beispiel nur Men's Physik macht. Auch wenn die Men's Physik Profis auch krass aussehen. Aber ich denke nicht, dass die auf jeden Fall so viel machen wie die großen Profis. Deswegen kann man das nicht genau sagen, weil jeder Preis, jeder kriegt auch irgendwo was anderes von den Preisen her, alles drum und dran, und deswegen kann man das pauschal nicht genau sagen. Im Endeffekt ausgeben im Monat im Schnitt tun wir zumindest so 1250 Euro für Bodybuilding, und da ist halt natürlich alles mit drin. Also wir haben einmal die 50 Euro für die Mitgliedschaften in einem Fitnessstudio, 800 Euro für Lebensmittel, 200 Euro für Nahrungsergänzungsmittel und 200 Euro für einen Coach. Und das ist jetzt ganz ohne Wettkämpfe. Wenn man dann natürlich sagt, okay, ich bin Wettkampfathlet, dann werden die Monate in der Vorbereitung natürlich etwas teurer, weil man isst weniger Kohlenhydrate eventuell und dadurch fängt man an, mehr Gemüse zu essen. Wir haben vorhin schon festgestellt, Gemüse ist oftmals deutlich teurer. Das bedeutet tatsächlich, obwohl man in der Diät weniger isst, ist oftmals die Ernährung in der Diät doch teurer. Und ja, dann der Wettkampf an sich, haben wir euch die Kosten auch gerade mal aufgezählt. Somit 500 bis 700 Euro für nationale Wettkämpfe kann man schon rechnen, und internationale Wettkämpfe liegen oft über 1000 Euro. Das war es eigentlich schon, ne? Ja, eigentlich schon. Video. Ja. So. Also so könnt ihr mal realistisch sehen, wenn man wirklich auf die Bühne will, man geht pumpen, man merkt so, oh, ich habe eigentlich schon Bock auf Bühne zu gehen, dann habt ihr ungefähr einen Preis, den ihr sparen müsst für euch, um wirklich euch auf am Wettkampf vorzubereiten, weil wenn ihr in der Diät dann diesen Gadget-Struggle habt oder allgemein Stress habt, dann deswegen. Ja. Und ihr könnt euch das leisten und so, das ist halt kacke, weil ihr seid seht ihr schon kaputt. Ja. Also nicht kaputt, aber mental, halt mental seid ihr nicht gut drauf, weil die wenig Kalorien und Euro umdrehen muss und denkt so, scheiße, kann ich überhaupt jetzt am Wettkampf teilnehmen? So Sachen habe ich früher selber sogar schon mal erlebt. Also damals hatte mein Frankie vom Studio B damals, der hat dann gesagt, so komm André, ich zahle dir die Wettkampfgebühren, so hätte ich meinen ersten Wettkampf damals gar nicht machen können. Da war ich halt auch noch 19 Schüler, so, ne, da, ja. Also wie gesagt, guter Anreiz, ne, spart ein bisschen Geld, falls ihr wirklich Wettkämpfe machen wollt. Bodybuilding ist nicht günstig, aber seht es so, andere Hobbys kosten auch Geld. Ja, und Saufen kostet noch mehr Geld, genau, Leute, so ne, sieht's so, aus. Genau, ne, also alles kostet im Endeffekt Geld, ja, 1200 Euro kostet Bodybuilding im Monat. Aber denkt dran, genau. Das ist euer Hobby. Wenn ihr Bock habt, Hobby Geld auszugeben, dann braucht ihr doch kein schlechtes Gewissen haben. Weil andere Leute geben auch für Autos ohne Ende Geld aus für Autos, und das ist ihr Hobby. Deswegen. Für ganz viele andere Sachen. Ne? Genau. Und da investiert ihr eigentlich wirklich in euren Körper. Ne? Also ihr tut was für eure Gesundheit, ihr macht Krafttraining, ihr baut Muskeln auf. Da gibt es zahlreiche Studien zu, dass Krafttraining ihr Selbstvertrauen, alles, genau. Digga, das geht alles hoch. Also investiert in euch, nehmt diese 1200 Euro jeden Monat in die Hand, macht Bodybuilding. Peace the fuck, wir sind raus. Dankeschön, Rico, Peace für out, dieses Video. Alles gut, Brudi. Und beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, jetzt abonnieren. Und Glocke aktivieren. Daumen nach oben. Ciao. Peace.